Belgien, das Bierland. Und Lüttich, die Stadt, in der ohne Bier kaum etwas geht. Seit einem Jahr vermarktet die Stadt gezielt kleine Brasserien, zu entdecken in ausgewählten Kneipen. Unter dem Motto Beer Lover City kommt das Konzept gut an. Jetzt gibt es dazu erstmals das passende Festival. Wir haben rund 20 traditionelle Brauereien aus der Wallonie zusammengebracht. Sie bringen mehr als 60 Biersorten mit, die es auf der Place Saint-Lambert zu probieren gibt. So wie es die Winzer schon seit Jahren machen, treten nun auch die Bierbrauer ganz selbstbewusst auf. 2 Euro kostet ein Probierglas, dann kann es losgehen. Für weitere 2 Euro pro Bier gibt es viel zu entdecken. Einige etablierte Marken sind vertreten, aber auch viele kleine, unbekannte Brauereien. Viele kommen aus dem Hennegau. So mancher hat eine so kleine Produktion, dass es fast nicht für die Festivalzeit ausreicht. Traditionell gebrautes Bier kann von Flasche zu Flasche in Geschmack und Farbe variieren. Entscheidend für die Qualität ist, wie bei allen traditionell hergestellten Produkten, vor allem das handwerkliche Können der Bierbrauer. Au niveau qualitatif, on est beaucoup plus spécial. On va aller chercher vraiment, on va pas chercher une uniformité au niveau du goût. On va aller chercher vraiment des produits spéciaux. Wir sind sehr spezialisiert und wollen keinen Einheitsgeschmack wie die großen Brauereien. Wir können sehr besondere Geschmäcker erzeugen. Das ist eher für ein kleines Publikum und nicht für die Masse. Wir haben bittere Biere, süße und fruchtige Biere. Es sind Nischenprodukte. On fait des bières amertume, on fait des bières un peu plus sucrées, on fait des bières fruitées. Donc on fait vraiment des produits niche. Etwas mehr als 9.000 Hektoliter produziert der Familienbetrieb Brasserie de Légende pro Jahr. Zum Vergleich, die ganz großen Biermarken lassen mehr als 10 Millionen Hektoliter im Jahr abfüllen. Doch immer mehr Menschen sind auf der Suche nach neuen Geschmäckern. La bière artisanale est en pleine expansion au niveau de la Belgique. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un gros boom qui se fait donc au niveau des bières. Das traditionell gebraute Bier erlebt in Belgien einen echten Boom. In Belgien haben wir rund 1500 Biersorten und rund 400 Brauereien. Die Bierbrauer machen ihre Arbeit mit Leidenschaft und ja, sie können auch kostendeckend arbeiten. Auch im Ausland kommt das traditionell gebraute Bier aus Belgien gut an. Die Nachfrage steigt. Sinon, il serait plus là. Et il faut savoir aussi qu'il y a une grosse partie de la production des brasseries artisanales qui part aussi vers l'exportation. Donc il y a un très grand intérêt au niveau international sur les brasseries artisanales ici en Belgique. Prost! Doch probieren Sie es besser selbst. An diesem Pfingstwochenende auf der Place Saint-Lambert in Lüttich. C'est vraiment bon.